Deutschland ist vielfältig. Ja, vielen Dank, Erhard Schärfer. Wir sind live zurück im Plenum des Bundestages. Debattiert wird über die Homo-Ehe. Die Vorlage kam ja am Freitag vergangener Woche aus dem Bundesrat, der sich mit Mehrheit für die Zulassung einer Homo-Ehe eingesetzt hat. Jetzt also diese Debatte im Plenum des Bundestages. Es spricht Anton Hofreiter, der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU, erkennen Sie einfach die Realität an, geben Sie sich einen Ruck, springen Sie über Ihren so inzwischen ja so ein bisschen verstaubten Schatten, oder wenn Sie nicht über Ihren verstaubten Schatten springen wollen, dann haben Sie doch einfach den Mut und sagen Sie, lasst uns die Abstimmung freigeben, stehen Sie einfach nicht mehr weiter dem Fortschritt im Weg, und deshalb lasst uns hier gemeinsam im Deutschen Bundestag das Eheverbot für Lesben und Schwule endlich abschaffen, denn es gehört abgeschafft. Vielen Dank. Das war nun ein sehr kurzer Redeausschnitt von Anton Hofreiter, aber er hat vor allem der CDU-CSU-Fraktion eine herzlose Haltung vorgeworfen. Er hat Diskriminierung, dieses Wort, benutzt gegenüber den Homosexuellen im Land, die nicht heiraten dürfen. Nach ihm jetzt Sabine Sütterlin-Waag für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere liebe Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen. Eine Frage vorab. Wollen wir eigentlich diese Debatte über die Öffnung der Ehe jetzt in jeder Sitzungswoche führen? Ja. Wollen Sie immer wieder versuchen, uns mit diesem Thema vorzuführen, nur um damit die Schlagzeilen zu beherrschen? Ich schließe mich vollständig der Meinung meines Kollegen Stefan Kaufmann an, der in der letzten Woche zu bedenken gab, dass Sie damit in der Sache überhaupt nichts erreichen und womöglich am Ende mehr Widerstand provozieren, als Ihnen um der Sache willen lieb sein müsste. Gesellschaftliche Änderungen, meine Damen und Herren, benötigen Akzeptanz. Sie brauchen Zeit. Selten konnte man einen rasanteren gesellschaftlichen Wandel betrachten. Hören Sie doch mal zu. Denn, meine Damen und Herren, denn wo kommen wir in der Bundesrepublik beim Thema Gleichstellung her? Bis 1994 waren sexuelle Handlungen unter Männern nach dem damaligen Paragraphen 175 Strafgesetzbuch strafbar. Viele Männer sind deshalb verurteilt worden und haben Strafen in Haftanstalten verbüßt. Auch über dieses Thema müssen wir reden. Der Deutsche Bundestag hat sich auf den Weg gemacht und hat im Jahr 2000 einstimmig eine Entschuldigung für diese Menschen, die nach 1945 verurteilt worden sind, ausgesprochen. Eine Rehabilitation allerdings hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Eine pauschale Aufhebung, eine Generalkassation der Urteile, die nicht im Unrechtsstaat, sondern in der Bundesrepublik Deutschland erlassen wurden, wurde lange Zeit als nicht vereinbar mit dem Prinzip der Gewaltenteilung des Rechtsstaats angesehen. Auch hier müssen wir diskutieren. Es mehren sich die juristischen Expertisen, die sagen, wir können rechtssicher die Fehlentscheidungen allesamt Verstöße gegen die Menschenwürde korrigieren, durch ein Gesetz des Deutschen Bundestages. 7 Jahre später, seit 2001, können gleichgeschlechtliche Paare eine staatlich anerkannte und legalisierte Verbindung eingehen. Andere gesetzliche Gleichstellungen, wie zum Beispiel im Einkommensteuerrecht, wir haben es eben gehört, im Erbrecht, im Adoptionsrecht, folgten. Wir sind in der Entwicklung noch nicht ganz angekommen. Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013 haben wir Folgendes festgelegt. Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Genau das geschieht jetzt mit dem Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner, in dem für alle noch fehlenden Bereiche im Zivil- und Verfahrensrecht und auch sonst im öffentlichen Recht die Lebenspartner Eheleuten gleichgestellt werden. Nach der parlamentarischen Sommerpause werden wir es hier behandeln. Damit gibt es tatsächlich nur noch die beiden viel diskutierten Punkte, der Begrifflichkeit und der Volladaption, die zur vollkommenen Gleichstellung fehlen. Wir sind, lieber Herr Beck, aber als große Volkspartei nicht so gleichförmig aufgestellt wie Ihre Partei. Bei uns gibt es nicht nur Zustimmung zu diesem Thema. Wir können diese Punkte nicht einfach so abräumen.
Und wenn Sie sich die Entwicklung, die ich gerade aufgezeigt habe, und deren Ausgangspunkt vor Augen führen, ist es da verwerflich oder gar homophob, Herr Kollege Hofreiter, dass es einige gibt, die sich damit schwer tun, die der Meinung sind, die Ehe sei ausschließlich die Verbindung von Mann und Frau? Diese Menschen denken, dass das Institut für die dauerhafte Verbindung zwischen zwei Frauen oder zwei Männern, die füreinander Verantwortung übernehmen, das der eingetragenen Lebenspartnerschaft sei. Auch diese Ansichten müssen wir respektieren. Und am Rande bemerkt, bis zum heutigen Tag befinden Sie sich mit dieser Meinung in guter Gesellschaft, nämlich in der von Bundesverfassungsrichtern. Aber, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch viele in unserer Partei, die anders denken, die der Meinung sind, wir sollten die Debatte als Pro-Ehe-Diskussion ansehen und sich darüber freuen, die früher als urkonservativ von linker Seite beschimpfte Ehe sich plötzlich ungeahnter Beliebtheit erfreut. Denn die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften wächst rasant. Derzeit gibt es rund 35.000 eingetragene Lebenspartnerschaften. 2007 waren es noch nicht einmal die Hälfte. Ich bin der Meinung, dass wir diese Wertedebatte mutig und selbstbewusst führen sollten. Einer umfassenden Diskussion auf dem Bundesparteitag im Dezember in Karlsruhe sollten wir uns nicht verschließen. Sogar Applaus von den Grünen, das ist ja wunderbar. Einige von uns in der CDU und vereinzelt auch in der CDU, meine lieben Kolleginnen, Sie können das heute in der Süddeutschen Zeitung nachlesen, können sich vorstellen, Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft nebeneinander gleichwertig zu stellen. Die CDU-Landtagsfraktion in meinem Heimatbundesland Schleswig-Holstein hat sich in dieser Woche für die vollständige Gleichstellung ausgesprochen. Ich freue mich, dass wir ein derart weites Meinungsspektrum in unserer Partei haben. Nach meinem Verständnis wäre eine Gleichstellung aber nur möglich, wenn gleiche Rechte und Pflichten gelten würden. Wenn man die weitestgehend redaktionellen Änderungen des Gesetzes zur Beseitigung von Diskriminierung des Rechts von Lebenspartnern mal außen vor lässt, fehlt, wie erwähnt, nur noch die gemeinsame Volladoption zur vollständigen Gleichstellung. Ich habe es schon so oft gesagt und bin davon von einigen Oppositionskollegen bitter beschimpft worden. Ich halte es aber aufrecht. Wir müssen darauf achten, dass es den Kindern gut geht. Frau Kollegin Winkelmeier-Becker hat entsprechende Überlegungen in ihrer Rede in der Aktuellen Stunde in der letzten Woche angestellt. Ist es richtig, dass das Alter der möglichen Adoptiveltern, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, ihre Wohnverhältnisse, die Stabilität ihrer Beziehung eine Rolle bei der Auswahl spielen, aber nicht, ob das Kind künftig zwei Männer oder zwei Frauen als wichtigste Bezugspersonen hat? Ist man deshalb schon reaktionär, weil man darüber nachdenkt? Ist es nicht zulässig, darüber zu reden, ob es für Kinder wichtig ist, in der entscheidenden Phase ihrer Prägung von Männern und Frauen begleitet zu werden? Wir müssen darüber reden, denn Unverständnis und Ablehnung liegt meist vor, wenn Menschen keine näheren Kenntnisse haben, wenn sie nicht wissen, wie in homosexuellen Partnerschaften auch mit Kindern liebevoll und verantwortungsbewusst miteinander umgegangen wird. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Gesellschaft eine noch nie dagewesene offene Diskussion zur Frage der vollständigen Gleichstellung von homosexuellen Menschen führen. Wir sollten diese fortführen und dann entscheiden. Es kann gut sein, dass die rechtliche vollständige Gleichstellung noch etwas Zeit braucht. Das mögen viele als Ungerechtigkeit empfinden. Ein Drama ist es angesichts der bereits erzielten fast vollständigen Angleichung nicht. Drastische gesellschaftliche Veränderungen, und über nichts anderes sprechen wir, benötigen Akzeptanz. Und Akzeptanz braucht Zeit. Vielen Dank. Die Rede von Sabine Süterlin-Waag für die CDU-CSU-Fraktion war das. Sie sprach von gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen, die Zeit brauchten. Diese Zeit hat sie sich ausgebeten. Ihr antworten wird jetzt Harald Petzold für die Linksfraktion, deren Sprecher für Lesben- und Schwulenpolitik er ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucherinnen und Besucher. Ja, Frau Kollegin Süterlin-Waag, wir haben vor einer Woche erst über das Thema gesprochen hier im Deutschen Bundestag auf Antrag der Fraktion Die Linken in einer Aktuellen Stunde.
Und ich habe Ihnen in der vorigen Woche schon versichert, wir werden das Thema so oft wieder aufrufen, bis es endlich geklärt ist. Denn das ist auch unsere Aufgabe, die wir als Opposition haben. Und ich habe Ihnen in meiner ersten Rede hier im Deutschen Bundestag gesagt, dass ich es satt habe, dass ständig Artikel wie dieser über ein ganz normales Paar in Zeitungen veröffentlicht werden müssen, wo ganz deutlich dargelegt wird, wie die Diskriminierung wirkt in der Gesellschaft, nach wie vor, trotz der Fortschritte. Und ich weiß doch, dass ich Sie persönlich nicht mehr überzeugen muss, dass wir beide in dieser Frage übereinstimmen. Aber Ihre Fraktionsführung und leider auch ein großer Teil Ihrer Fraktion steht da eben noch nicht dahinter. Und deswegen müssen wir diese Debatte hier führen. Und ich sage Ihnen, Sie könnten sich von dem Schmerz doch ganz schnell befreien. Geben Sie die Abstimmung frei, und dann könnte die rechnerische Mehrheit, die es hier in diesem Hause gibt, endlich zum Zuge kommen, und wir könnten das Thema abräumen, und damit wäre es erledigt. Denn inzwischen hat sich doch die Erde auch weitergedreht. Es ist doch nicht so, dass nur Bündnis 90 die Grünen und wir und Teile der SPD und Teile auch Ihrer Partei ja inzwischen das auf die Tagesordnung setzen, das Thema, sondern es ist in der vorigen Woche gesagt worden, europäische Länder, amerikanische Länder, Südafrika ist genannt worden, international werden wir überholt. Der Bundesrat hat inzwischen wieder einen mehrheitlichen Beschluss gefasst zu der Thematik, der uns auffordert, die Ungleichbehandlung sofort zu überwinden. Und Sie haben es selbst gesagt, Ihre eigene Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, ich zitiere, begrüßt ausdrücklich Gesetzesvorhaben und Initiativen, welche die Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe zum Ziel haben und bestehende Ungleichbehandlungen beenden. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht von irgendwelchen Hackern auf die Internetseite Ihrer Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein gepackt worden ist, sondern tatsächlich die Meinung von Herrn Daniel Günther, dem Fraktionsvorsitzenden, ist. Und deswegen kann ich ihm nur zustimmen. Deswegen können gerade wir als CDU-Fraktion den Wunsch gleichgeschlechtlicher Paare, alle aus der Ehe hervorgehenden Rechte und Pflichten in gegenseitiger Verantwortung einzugehen, nur begrüßen. Zuzustimmen ist dem Mann. Ich sage, das klingt zwar immer noch ein bisschen krumm und versteckt und verschwiebelt, aber es ist doch zumindest mal der Versuch, Ihre eigene Partei daran zu erinnern, was Sie in der Koalitionsvereinbarung mit der SPD zusammen beschlossen haben. Also setzen Sie es endlich um. 2001 wurde das Rechtsinstitut der Lebenspartnerschaft geschaffen. Es ist darauf Bezug genommen worden. Damals hatte es eine Vorbildfunktion in Europa. Lesben und Schwule konnten eine staatlich anerkannte Partnerschaft endlich eingehen. Das gab es damals nur in wenigen europäischen Ländern. Die Lebenspartnerschaft hatte aber auch viele Pflichten und wenig Rechte. Und deswegen ist sie auch nicht so zum Zuge gekommen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und dazu kommt, dass die Union auf der Bundesebene und im Bundesrat weitere Rechte verhindert hat. Und dieser Zustand, meine Damen und Herren, muss endlich beendet werden. Und da wird auch das Gesetz, was Bundesminister Heiko Maas inzwischen im Internet veröffentlicht hat und wo er die eingetragenen Lebenspartnerschaften angeblich gleichstellen will, deutlich muss ich das sagen, nichts dazu beitragen. Es ist eigentlich eine Ohrfeige für Lesben und Schwule in diesem Land, weil es wieder einmal zeigt, das gemeinsame Adoptionsrecht ist beispielsweise nicht gleichgestellt. Und deswegen finde ich, hat es auch gar keinen Sinn mehr, an dem Klein-Klein eines Rechtsangleichungsgesetzes hier herumzudoktern und sich dann an eingetragenen Lebenspartnerschaften weiter zu vertrödeln, sondern es muss darum gehen, und deswegen wird meine Fraktion diesen Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen auch unterstützen. Er ist ja identisch im Inhalt mit dem, was wir im Dezember 2013 schon eingereicht haben, dass endlich gleichgestellt werden muss. Alle Menschen sind gleich, ihre Liebe ebenso respektabel. Deswegen müssen wir den Zugang zum Rechtsinstitut der Ehe für alle öffnen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Soweit Harald Petzold für die Linksfraktion. Der nächste Redner ist jetzt der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mitglieder der Fraktion der Grünen. Ja, die Fraktion der Grünen möchte ich besonders anreden, weil sie uns mit diesem Antrag und diesem Tagesordnungspunkt hier die Gelegenheit geben, unsere Position darzustellen und einmal mehr dieses Thema, dieses wichtige Thema zu diskutieren. Die SPD setzt sich seit vielen Jahren für die Ehe für alle ein. Denn für uns gibt es keine Liebe erster und zweiter Klasse. Und eine moderne Gesellschaft darf keinen Unterschied machen zwischen homosexuellen Paaren und heterosexuellen Paaren. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, jegliche Diskriminierung aufzuheben. Wir wollen die Ehe für alle.
Wir machen deshalb in Kürze das Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner, mit dem wir viele Regelungen beseitigen, bei denen es Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren gibt. Wir machen dies, weil es für uns eben keine Gründe mehr gibt, gleichgeschlechtliche Paare anders zu behandeln als heterosexuelle Paare. Wir ermöglichen es zum Beispiel, dass ein Partner beim Tod seines Partners in dessen Mietvertrag eintreten kann, was bisher nur Ehegatten konnten. Und wir schaffen etwa im Zwangsversteigerungsrecht Schutzrechte, die es bisher nur für Ehegatten gab. Sie sehen also, das ist keine Ohrfeige für die Schwulen und Lesben, wie es gerade zu Unrecht der Vorredner nannte, sondern wir ändern über 23 Gesetze und Verordnungen, um gleichgeschlechtliche Paare mit heterosexuellen Paaren gleichzustellen. Daran sehen Sie, wie wichtig es uns ist, jegliche Diskriminierung zu beseitigen. Aber auch wir wollen als SPD natürlich weitergehen. Auch wir wollen, dass es gleichgeschlechtlichen Paaren möglich ist, sich gemeinsam für die Adoption eines Kindes zu bewerben. Es gibt keinen Grund, keine medizinischen oder entwicklungspsychologischen Gründe, die belegen würden, dass für Kinder irgendwelche Nachteile entstehen, wenn sie von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden. Und gerade weil es keinen Grund gibt, dass homosexuelle Paare per se schlechtere Eltern sind, müssen auch homosexuelle Paare die Möglichkeit haben, sich für eine Adoption eines Kindes bewerben zu können. Denn genau darum geht es uns. Wir wollen ja keinen Rechtsanspruch auf Kindesadoption schaffen, denn über die Adoption entscheidet letztendlich das Familiengericht. Wir meinen, ob ein Paar ein Kind adoptieren darf, das muss das Familiengericht entscheiden, und zwar ausschließlich danach, ob es dem Kindeswohl dient und nicht danach, welches Geschlecht bzw. welche sexuelle Orientierung das Paar hat. Entscheidend muss immer das Kindeswohl sein. Auch ich bedauere, dass die Union hier nach wie vor eine andere Position vertritt als die SPD. Viele in ihren Reihen wissen längst, dass in einer modernen Gesellschaft diese Ungleichbehandlungen nicht aufrechterhalten werden können. Und da der Tag sowieso kommen wird, dass sie diese Haltung aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aufgeben müssen, sollten wir doch noch in dieser Legislaturperiode diese Diskriminierung von homosexuellen Paaren aufheben. Wir sind für die Ehe für alle. Wir möchten im BGB definieren, dass eine Ehe zwischen zwei erwachsenen Menschen geschlossen werden kann, unabhängig vom Geschlecht. 21 europäische Staaten haben schon die Lebenspartnerschaft, und in Europa haben 10 Staaten die Ehe für alle Menschen eingeführt. Es wird Zeit, dass wir auch in Deutschland diesen Schritt gehen. Nun gibt es die Auffassung oder die Ansicht, dass dafür eine Verfassungsänderung erforderlich wäre. Diese Einschätzung teile ich ausdrücklich nicht. Nicht zuletzt ein Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung von Frau Dr. Wappler hat präzise aufgezeigt, dass eine Verfassungsänderung nicht erforderlich ist. Das Bundesverfassungsgericht versteht die Institute der Ehe und der Lebenspartnerschaft als funktionell gleichartig und hat schon 1993 ausdrücklich geurteilt, dass der Begriff der Ehe einem gesellschaftlichen Wandel unterliegt. Nichtsdestotrotz halte ich eine Verfassungsänderung für sinnvoll und wünschenswert. Denn dann gäbe es keine verfassungsrechtlichen Diskussionen mehr zur Zulässigkeit. Vor allem aber stünde dann die Ehe im Grundgesetz auch unter besonderem Schutz. Und deshalb, was sie auch bisher tut, ich meine auch die gleichgeschlechtliche Ehe, und deshalb sollte auch eine Ehe, die allen erwachsenen Menschen offen steht, im Grundgesetz als Ehe so benannt sein. Denn was schadet es denn Familien, bei denen Ehepartner Mann und Frau sind, wenn die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zugelassen würde? Nichts, aber auch gar nichts. Es gibt hier keine Konkurrenzsituation, und deshalb sollten wir allen Menschen gleich welcher sexuellen Orientierung und gleich welchen Geschlechts die Eheschließung ermöglichen. Unser Ziel ist damit klar: Wir wollen die vollständige Gleichheit zwischen heterosexuellen und homosexuellen Paaren. Wir wollen die Ehe für alle. Wir wollen nicht nur die Sukzessivadoption, die Sie ja mitgemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, sondern wir wollen das volle Adoptionsrecht für alle Paare, unabhängig vom Geschlecht. Und ich sage es nochmals, ich bedauere es sehr, dass wir hier keine freie Abstimmung haben, dass unser Koalitionspartner die Abstimmung nicht freigegeben hat. Denn nicht nur in der Bevölkerung, sondern vor allem hier im Bundestag, da bin ich mir sicher, gibt es eine große Mehrheit für die Ehe für alle. Und man hört nun,
Dies zum Schluss, dass in der Union im Dezember auf dem Bundesparteitag Beratungen über die aktuelle Beschlusslage stattfinden sollen. Und um diesen Prozess in der Union hin zu der überfälligen Gleichstellung von heterosexuellen und homosexuellen Paaren zu beschleunigen, möchte ich auch einen Beitrag leisten. Ich wohne nicht weit weg von Karlsruhe. Ich biete ausdrücklich an, als Gastredner die vielen guten Argumente vorzutragen, um bei euch den Prozess zu beschleunigen. Wir brauchen die Ehe für alle. Wir müssen alle Diskriminierungen abschaffen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Einladung. Vielen Die Rede von Johannes Fechner war das für die SPD, der gefordert hat, die Abstimmung freizugeben. Es gäbe eine breite Mehrheit für die gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag, hat er gesagt. Nach ihm jetzt Volker Beck, der innenpolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, zunächst vielen Dank, Frau Sütterlin-Bark, für Ihre eindrucksvolle Rede. Ich fand den Ton sehr angemessen und ich fand auch, dass Sie deutlich gemacht haben und die ganze Debatte jetzt deutlich gemacht hat, die Mehrheit für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist zum Greifen nah. Ich bin jetzt der fünfte Redner der in der Debatte. Es gab in der Debatte kein einziges substanzielles Argument, das gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare spricht. Und wenn wir mal zurückschauen, die Union hat sich bei dieser Frage mit Homosexualität traditionell immer schwer getan und hat dann doch dazugelernt. Jahrzehnte haben sie gegen jede Reform beim Paragraphen 175 bis 69 und dann bis 1994 gegen die Streichung des Paragraphen 175 gekämpft. Jetzt sind sie froh mit uns zusammen, dass Homosexuelle in Deutschland nicht mehr kriminalisiert werden. Jahrzehnte haben sie gegen die rechtliche Anerkennung, und zwar in jeder Form, gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gekämpft. Jetzt ist Frau Merkel froh, dass Rot-Grün das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 beschlossen hatte. Damals hat sie dagegen gestimmt. Bayern, Sachsen und Thüringen, unionsallein regiert, haben Normkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben und verloren. Und ich bin sicher, wenn wir das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben haben, werden auch viele bei Ihnen froh sein, dass die Ehe gesellschaftlich kein Auslaufmodell ist und dass sogar viele Lesben und Schwule heiraten. Und das finde ich auch gut so und das wäre versöhnlich für die Lesben und Schwulen in diesem Land. Frau Sütterlin-Waag, Sie haben reklamiert, es bräuchte weiter Zeit. Und für Respekt für diese Haltung und Forderung der Union. Ich bitte Sie auch ein Stück weit zu respektieren, dass wir ein bisschen ungeduldig sind. Im Juli 1990, vor exakt 25 Jahren, hat der Bundestag zum ersten Mal sich mit einem Antrag der Grünen zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auseinandergesetzt. 25 Jahre sind wirklich genug Zeit der Debatte. Genug ist genug. Wir brauchen jetzt mal Entscheidungen. Und lassen Sie uns nicht noch eine Legislatur warten. Lassen Sie uns das dieses Jahr beschließen. Und Sie haben ja gerade gesagt, wollen wir das jede Woche hier debattieren? Ich habe keinen Debattenbedarf mehr. Ich habe Entscheidungsbedarf. Aber interessant ist ja doch, von Woche zu Woche, von Debatte zu Debatte, wird die Liste der Staaten, die inzwischen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet haben, immer, immer länger. Letzte Woche haben wir debattiert, weil das irische Volk den gleichgeschlechtlichen Paaren das Eheschließungsrecht zugestanden hat. Diese Woche ist Mexiko dazugekommen. Der oberste Gerichtshof von Mexiko hat in einem Urteil gesagt, weil der Zweck der Eheschließung nicht die Fortpflanzung ist, gibt es keinen angemessenen Grund, dass eine Eheschließung heterosexuell sein muss. Die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau zuzulassen, ist nichts als Diskriminierung von Homosexuellen. Ich finde, prägnanter kann man es nicht formulieren. Und ich bin sicher, eines Tages, wenn wir nicht bald hinmachen, wird uns das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch sagen.
Und schauen Sie sich doch mal an in den Ländern, die die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet haben. Es wird ja gesagt, wer weiß, was dann alles passiert. Eheschließungen gehen zurück, es werden keine Kinder mehr geboren. Und Frau Kramp-Karrenbauers Assoziation will ich hier gar nicht anführen. Was ist passiert in den letzten 14 Jahren in den Niederlanden, in den letzten 12 Jahren in Belgien, in den letzten 10 Jahren in Spanien? Nichts Schlimmes ist passiert, außer dass ein paar schwule und lesbische Paare glücklicher sind, weil sie geheiratet haben und weil die Gesellschaft, in der sie leben, Ja zu ihnen gesagt hat. Und ich finde, das sind wir den Homosexuellen vor unserer Geschichte schuldig. In keinem Land dieser Welt oder in keinem Land in Europa wurden Homosexuelle so intensiv verfolgt wie die Homosexuellen im 20. Jahrhundert in Deutschland. Ich finde, auch vor diesem Hintergrund haben wir allen Grund zu sagen, Schwule und Lesben sind Bürger wie alle anderen auch. Sie genießen die gleichen Rechte, die gleiche Würde und die Gesellschaft zollt ihnen den gleichen Respekt. Und das bringen wir zum Ausdruck, indem wir das Eheverbot der Gleichgeschlechtlichkeit endlich aufheben. Vielen Dank. Die Rede von Volker Beck war das, dem innenpolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Weiter geht es in dieser Debatte mit Alexander Hoffmann für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dieses Thema jetzt jede Woche debattieren, dann ist das parlamentarisch durchaus in Ordnung. Nur möchte ich anknüpfen an die Diskussion in der letzten Woche, die mir insgesamt etwas zu emotional und zu unsachlich gewesen ist. Und wenn ich Herr Hofreiter heute höre, wir hätten keine Ahnung, wir seien von einer herzlosen Haltung geprägt, wir seien homophob oder nicht aufgeklärt, dann sage ich Ihnen jetzt wieder, dass ich nicht glaube, dass Sie dem Thema mit diesen persönlichen Angriffen einen Gefallen tun. Ich bin froh um die heutige Debatte, weil sie mir die Gelegenheit gibt, den ein oder anderen Aspekt zu vertiefen, zu dem ich letzte Woche aufgrund der 5-Minuten-Regel keine Gelegenheit hatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, zunächst einmal ein Blick auf die tatsächliche Ebene. Ich kann nachvollziehen, wenn Sie sagen, wir wollen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen, um jeglicher Diskriminierungsgefahr vorzubeugen. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn Sie sagen, naja, wenn in einem Lebenslauf oder in einer Bewerbung steht, verpartnert statt verheiratet, dann könnte das schon bei einem intoleranten Arbeitgeber, bei einem intoleranten Personalchef der erste Ansatzpunkt für eine Diskriminierung sein. Und auch das will ich vorwegschicken, wir sind beieinander. Auch wir wollen in diesen Fällen keine Diskriminierung. Wir unterscheiden uns allerdings grundlegend bei der Frage, wie wir diese Herausforderung, dieses Problem lösen wollen. Ich glaube nämlich, Gleichmacherei oder Vereinheitlichung, ohne das werten zu wollen, ist der falsche Ansatz. Unser gemeinsames Ziel ist doch, dazu komme ich gleich, unser gemeinsames Ziel ist doch, dass wir die Engstirnigkeit aus den Köpfen bekommen wollen. Wir wollen Toleranz in den Köpfen. Da ist aber Ihre Argumentation nichts anderes als ein Rückzug oder eine Kapitulation vor Intoleranz. Weil wie sieht denn die Situation tatsächlich aus, wenn Sie sagen, wir ändern jetzt die Bezeichnung, dass das nicht im Lebenslauf steht, dann tun Sie diese Information eigentlich nur intoleranten oder engstirnigen Personalchefs vorenthalten. Und wenn man dann in einem Betrieb ist und 3 Wochen später ist man mit dem Partner beim Grillfest eingeladen oder Sie begegnen Arbeitskollegen auf dem Marktplatz, dann bricht doch genau dieses Thema wieder auf. Das heißt, Sie ändern in den Köpfen gar nichts, sondern Sie verschieben die Situation nur nach hinten. Herr Kollege Hoffmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck? Ja, natürlich, gerne. Bitte schön. Bevor wir jetzt hier darüber reden,
ob wir der Toleranz einen Dienst tun, damit man nicht auf den Personaldokumenten und Zeugnissen sich über die Lebenspartnerschaft outet, möchte ich an Sie eine praktische Frage stellen. War mir bis vor kurzem auch nicht bewusst. Was würden Sie einem deutschen verpartnerten Paar raten, das in die USA oder nach Südafrika oder nach Argentinien ausreist, die die Lebenspartnerschaft nicht kennen und auch nicht anerkennen, aber die gleichgeschlechtliche Ehe haben? Die Rechtssituation geht da so: Wenn die dort als Paar anerkannt werden wollen, was unter Umständen überhaupt die Ermöglichung, wenn der, nur der eine einen Arbeitsplatz hat, für den Familiennachzug erfordert, müssen die dort heiraten. Können die aber nicht, weil sie sind gar nicht ledig, sie sind nämlich verpartnert. Das steht in den deutschen Zeugnissen. Dann müssen sie eigentlich die Legelata sich erst mal scheiden lassen und nach dem Trennungsjahr in dem Land wieder heiraten. Gut, dass wir das Zerrüttungsprinzip nicht mehr haben, sondern nur noch das Trennungsjahr, weil das würde kein Familienrichter glauben, dass man sich scheiden lassen will, um zu heiraten. Was ist Ihr praktischer Rat an dieses Paar? Wie kommen die dazu, in dem Land, den sie aus Arbeitsüberlegungen leben wollen und leben müssen, dazu, dass ihre Partnerschaft weiter anerkannt wird? Und wie vermeiden Sie, dass Sie Leute, die zusammenbleiben wollen, zum Familiengericht für die Trennung gehen müssen? Entscheidend, danke für die Frage, Kollege Beck. Entscheidend ist doch darauf die Antwort, dass die einzige Lösung dieses Problems doch nicht die Öffnung der gleichgeschlechtlichen, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ist. Sie können das heute vereinbaren in völkerrechtlichen Verträgen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie hypothetische Fälle bilden, Kollege Beck, das haben wir in anderen Rechtsbereichen genauso. Das haben wir im Adoptionsrecht. Da gibt es ganze Listen mit Ländern, wo eine Vereinbarung unterzeichnet ist. Also Sie nehmen einen hypothetischen Fall, den ich genauso umgekehrt formulieren kann. Es gibt auch noch Länder, wo Homosexualität strafbar ist. Und das sind hier keine tauglichen Beispiele. Aber doch, ich hatte eine, aber das ist vielleicht nicht die Sie hören wollen, Herr Beck. Und ich frage, wenn wir es jetzt an der Bezeichnung festmachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo führt das letztendlich hin? Kommen wir dann zu gleichen Bezeichnungen, auch in anderen Bereichen, kommen wir dann zu anonymen Bewerbungen? Weil ich meine, auch die Argumentation ließe sich hören, dass jemand in einer Bewerbung, wenn er liest, es ist eine Frau oder der Name klingt ausländisch, dass das auch ein Ansatzpunkt für die Diskriminierung sein könnte. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist zur Beseitigung von Engstirnigkeit in den Köpfen. Und das zeigen doch die letzten 10 Jahre. Gehen wir mal 10 Jahre zurück, wie dort über dieses Thema diskutiert und auch gedacht wurde. Schauen wir heute mal in die Köpfe rein und dann können wir ermessen, wo wir in 10 Jahren sein werden. Und ich will Ihnen auch sagen, dass meine Wahrnehmung die ist, dass die Sternstunden der Homosexualität und der Gleichstellung immer Szenarien gewesen sind, wo sich Menschen offen zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Nehmen Sie Thomas Hitzlsperger, nehmen Sie Klaus Wowereit. Und ich glaube, dass wir dort der Bevölkerung mehr zutrauen sollten. Und das schreiben Sie ja auch dankenswerterweise in Ihrem Antrag. Da kommt der Satz vor: In der Bevölkerung selbst wird heute nicht mehr zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft unterschieden. Und deswegen glaube ich, dass wir heute keine so weitreichende Regelung brauchen. Und nur noch ein Blick auf die juristische Ebene. Die Ehe als alleine der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenes Institut erfährt durch Artikel 6 Absatz 1 einen eigenständigen verfassungsrechtlichen Schutz. Dieser Satz, der stammt nicht von mir, sondern er stammt vom Bundesverfassungsgericht. Und er ist auch nicht aus 1980, 1990 oder 2000, sondern er ist vom 7.5.2013. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn formuliert im Zusammenhang mit der Grundsatzentscheidung zum Ehegattensplitting. Und interessant ist zudem, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Satz fast gebetsmühlenartig immer wieder bei Grundsatzentscheidungen zur Gleichstellung wiederholt. Und ich habe doch jetzt eine aus dem Jahr 2013 zitiert. Und Kollege Fechner,
Ich war jetzt vorhin schon überrascht, wie Sie gesagt haben, Sie teilen nicht die Auffassung, dass da eine Grundgesetzänderung erforderlich ist. Denn das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, dem ja bekanntermaßen ein SPD-Minister vorsteht, kommt genau zu dieser Einschätzung. Es ist nämlich selbst der Auffassung, dass für eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften eine Grundgesetzänderung in Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz erforderlich wäre. Auch das, Kollege Kaas, weil Sie gerade so dazwischen geredet haben. Ja, Kollege Beck, ich wundere mich, dass Sie darüber jetzt mit mir diskutieren. Das ist das Resultat einer Kleinen Anfrage vom 16.04.2015. Da steht das ausdrücklich drinnen und die liegt Ihnen auch vor. Und deswegen lasse ich die Frage jetzt auch nicht zu, weil wenn wir dann über eindeutige Schriftlichkeiten diskutieren, dann wird es irgendwann anstrengend. Und deswegen muss man schon auch sagen, meine Damen, meine Herren, wenn die Einschätzung so klar ist, auch vom Justizministerium, dass wir hier das Grundgesetz ändern müssen, dann wundere ich mich natürlich schon, warum Sie heute den Versuch unternehmen, mit einer einfach gesetzlichen Regelung diese Veränderung herbeizuführen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe letzte Woche gesagt, eine offene Gesellschaft zeichnet sich nicht aus durch oberflächliche Gleichmacherei, sondern auch durch die Fähigkeit, Unterschiedliches unterschiedlich zu bezeichnen. Und jetzt kommt Frau Roth, weil Sie sagen, gleiche Rechte. Ich habe letzte Woche gesagt, Männer sind Männer, Frauen sind Frauen, durch Anrede und Geschlecht unterschiedlich schon zu bezeichnen. Und das wird auch erkannt. Und dann haben Sie, Kollege Beck, dazwischen gerufen. Kollege, das ist ein gutes Beispiel, auch die sind gleich zu behandeln. Genau das ist der Punkt. Männer und Frauen sind unterschiedlich, sie sind unterschiedlich zu bezeichnen. Aber sie sind gleich zu behandeln. Und das gilt letztendlich bei der Ehe und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft auch. Es gibt kein Geschlecht erster Ordnung und kein Geschlecht zweiter Ordnung. Und es gibt auch keine Liebe erster Klasse und keine Liebe zweiter Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank. Alexander Hoffmann war das, CDU-CSU-Fraktion. Der nächste Redner ist jetzt Karl-Heinz Brunner für die SPD. Dankeschön. Verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Kollege Hoffmann, Sie haben bemängelt, dass die bisherigen Diskussionen und Debatten zur Ehe für alle, zur Frage der Diskriminierung und der Gleichberechtigung in diesem Land zu emotional ist. Ich sage, es ist Gott sei Dank emotional, weil die Menschen früh morgens mit Emotionen erwachen und abends mit Emotionen ins Bett gehen. Das macht uns Menschen aus. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen, dass wir Emotionen haben und diese Emotionen auch darstellen dürfen. Gestern, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, haben wir in sehr würdigem Rahmen am Nachmittag eine Gedenkstunde und eine Debatte zum 17. Juni 1953 gehabt. Wir haben darüber debattiert und gehört, dass die Menschen für bessere Lebensbedingungen auf die Straße gegangen sind. Sie sind auf die Straße gegangen für Freiheit. Sie sind dafür auf die Straße gegangen, frei zu leben, ohne Zwang zu leben und ohne Repressalien. Und das war gut so, und da haben wir gestern danach gedankt. Aber dazu gehört auch ein Leben ohne Diskriminierung, denn das sind auch Repressalien. Und deshalb könnte man kaum glauben, dass heute im Jahre 2015, wenn man es nicht schwarz auf weiß lesen würde, noch heute im Bundeszentralregister der Straftaten über 3000 Datensätze mit dem Eintrag 175 StGB enthalten sind, in denen nun alte, anständige Männer dieses Landes weiterhin stigmatisiert, diskriminiert und nach vielen Jahren noch immer verhöhnt werden und nicht versöhnt mit ihrem Land, für das sie so viel getan haben, sterben können. Und das nur deshalb, weil sie zu ihrer Liebe standen. Ich bin deshalb froh, Kolleginnen und Kollegen, dass nach Irland, Slowenien, nach den Entscheidungen dort der Völker und der Parlamente Bewegung, auch Bewegung in der Union gekommen ist. Und es ist schön und wünsche Ihnen, liebe
Frau Sütterlin, wag, liebe Sabine und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern viel Glück in der Union, dass wir recht schnell und recht bald eine vernünftige, gute Entscheidung bekommen, in diesem Land ohne Krawall, mit großer Versöhnung, das zu tun, was notwendig ist, Ehe, Lebenspartnerschaft, nein, das Zusammenstehen von Menschen gleich welchen Geschlechts, gleich welcher Orientierung, endlich so zu regeln, dass es keine Diskriminierung, keine Repressalien gibt. Und deshalb ist es gut und sage ich danke, dass die Grünen den Antrag gestellt haben und die Linken den Beschluss des Bundesrats noch mal versucht haben zu bestätigen. Denn die Zeit läuft nicht nur für die alten Männer, von denen ich gesprochen habe, denn eine Legislatur ist nicht unendlich. Und die Menschen erwarten Lösungen und mit Verlaub, die zuvor genannten leben auch nicht ewig. Warum thematisiere ich gerade dieses Thema? Erstens, weil in den vergangenen Reden mein Standpunkt zur Ehe für alle bekannt ist und man kann sich immer wiederholen und es nochmal sagen. Ich glaube, es ändert am Inhalt nichts, man weiß es. Zweitens, weil ich Diskriminierung und Intoleranz furchtbar finde und sie immer noch erfolgt, offen, versteckt und subtil und aus mancher Bemerkung der Gleichbehandlung oder Gleiches im Ungleichen, wie ich das in der Vorrede gehört habe, könnte man dies fast meinen. Und drittens, weil ich weiß, es sind noch einige andere Baustellen offen. Zum einen, die aus meiner Sicht noch immer zu Unrecht nach 175 StGB verurteilten Männer, die kriminalisiert wurden, weil eine menschenverachtende Ideologie der Nazis ihre Liebe unter Strafe stellte. Und das nicht minder, und das müssen wir auch eingestehen, miefige, intolerante, spießige Nachkriegsdeutschland munter mit der Hartz weitermachte. Und da müssen wir aufräumen. Und weil Ironie der Geschichte und deshalb der 17. Juni passend, nicht freiwillig, nicht aus Einsicht, nein, ohne Wiedervereinigung und Angleichung der Rechtsvorschriften des Unrechtsregimes der DDR, womöglich der 175 StGB heute in der Debatte in diesem Hause auch noch da wäre, denn er ist erst aufgrund des Einigungsvertrags 1994 aufgehoben worden. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, räumen wir endlich ganz auf bei uns. Geben wir den Verurteilten ihre Würde wieder zurück. Schaffen wir einen Aktionsplan in diesem Land gegen Homophobie. Wir haben ja viele Gipfel gehabt. Frau Merkel kann vielleicht einen Gipfel gegen Diskriminierung mit Schwulen, Lesben, Bi, Trans und allen einberufen. Er sollte dann aber Ergebnisse mit sich bringen. Und beenden wir endlich die Ungleichbehandlung von Lebenspartnerschaften und von Ehe. Und nicht zuletzt bauen wir in unserem Land die Diskriminierung ab, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Machen wir es, liebe Union, miteinander, machen wir es gemeinsam. Und wenn ich heute in der Regierungserklärung zum Europäischen Rat der Kanzlerin richtig zugehört habe, dann hat sie zu Großbritannien und Griechenland erklärt, was ich sehr wohl unterstreiche, man kann über alles reden. Und sie hat gesagt, das Prinzip der Nichtdiskriminierung jedoch darf nicht zur Diskussion stellen. Recht haben Sie, Frau Merkel. Dieses Prinzip gilt nicht nur bei Dienstleistungen, nicht nur im Warenverkehr, nicht nur im Reiseverkehr, sondern bei den Menschen Europas, bei Ihren Bürgerinnen und Bürgern. Geben Sie Ihr Bauchgefühl auf, machen Sie den Weg frei für Ehe und Familie, und zwar für alle. Vielen herzlichen Dank. Karl-Heinz Brunner war das für die SPD-Fraktion. Nach ihm jetzt Karin Ley, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in diesen Wochen wird wieder in vielen Städten demonstriert am Christopher Street Day. Da gehen Lesben, Schwule, Bi, Transsexuelle, Intersexuelle, sich als queer verstehende Menschen und ihre Freundinnen und Freunde auf die Straße, um für gleiche Rechte zu kämpfen. Ich finde, das ist eine tolle Sache und wünsche auch von dieser Stelle viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß. Ich freue mich auch, dass es auch in der Union immer mehr Lesben und Schwule gibt, die sich outen, die aufstehen und die gegen einen gewissen Dogmatismus in den eigenen Reihen kämpfen. Auch in dieser Debatte hat sich, glaube ich, gezeigt, dass es inzwischen auch moderatere Töne gibt. Aber es ist leider auch wieder klar geworden, dass die Bremser für die Ehe für alle in den Reihen der Union zu finden sind und nirgendwo sonst.
Ich habe allerdings auch, möchte ein paar Sachen auch zur SPD-Fraktion sagen. Ich habe auf Ihrer Homepage, auf der Seite der Bundestagsfraktion gelesen, auch beim Kollegen Fechner ein Stück weit rausgehört, dass Sie gesagt haben, wenn die Union sich bewegt, werden wir die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare umsetzen. Ja, die entscheidende Frage ist aber, was passiert jetzt, wenn die Union sich nicht bewegt? Und das wird ja aller Voraussicht nach aus meiner Sicht der Fall sein. Ich denke, warten auf die Union ist wie warten auf Godot. Hören Sie also einfach auf, die Koalition der CDU vorzuschlagen, sie soll die Freigabe öffnen. Nehmen Sie sich doch einfach recht und stimmen Sie frei ab. Eine Mehrheit für die Ehe für alle ist in diesem Hohen Hause längst vorhanden. Es wird ja dann immer komplizierter, wenn jetzt irgendwann noch der Antrag vom Bundesrat in den Bundestag kommt, der genau das fordert. Ich meine, wollen Sie dann allen Ernstes dagegen stimmen oder sich mit einer Enthaltung wegducken? Ich glaube, das entspricht nicht Ihrer Auffassung und auch nicht dem, was Ihre Wählerinnen und Wähler erwarten. Ich freue mich, dass inzwischen so viele, fast alle, außer der Union, für die Ehe für alle sind. Das war ja nicht immer so. Wir haben die Debatte in der Vergangenheit gerne als Debatte geführt, die Aufwertung der Lebenspartnerschaft zu diskutieren. Mir gefällt auch der neue Gesetzentwurf der Grünen deutlich besser, als den wir im Februar hier gemeinsam diskutiert haben. Sie erinnern sich, da ging es um diese 58 Einzelgesetze vom Bundesvertriebenengesetz bis zum Bundessprengstoffgesetz, wo wir uns damals auch gefragt haben, weil überall dort Eheleute vorkommen, warum auch immer. Ich finde, das ist jetzt ein besserer Ansatz und es entspricht ja auch dem, was wir als Linke schon zu Beginn dieser Legislatur eingebracht haben, nämlich eine einfache Lösung zu finden, die Ehe endlich für alle zu öffnen. Herr Kollege, wir finden es einfach unsinnig, ich hoffe gemeinsam unsinnig, zu unterscheiden, die Ehe zwischen Heteros und Ehe zwischen Homos. Das macht aus meiner Sicht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Und ich kann doch noch mal mit Blick auf den vorletzten Redner sagen, wo immer wieder das Grundgesetz zitiert wird, es steht dort nirgendwo geschrieben, dass diese Ehe, die jetzt geschützt werden muss, geschützt werden soll, eine Ehe nur für Heteros ist. Es macht wirklich keinen Sinn, hier zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen. Meine Damen und Herren, lassen wir uns gemeinsam für gleiche Rechte durchsetzen und die Ehe zweiter Klasse für Lesben und Schwule überwinden. Wenn die SPD sich gönnt, Ja zu sagen, können wir gemeinsam mit einer rot-rot-grünen Mehrheit plus auch vielleicht einigen couragierten CDU-Abgeordneten eine Mehrheit dafür im Bundestag herstellen. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr gefreut über die Fotos, als der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow vor ein paar Tagen die Rainbow Flag auf der thüringischen Staatskanzlei gehisst hat. Auch im Berliner Abgeordnetenhaus ist das gang und gäbe. Wissen Sie, ich finde, auch dem Deutschen Bundestag würde ein bisschen mehr Farbe guttun. Ich würde mich freuen, und es wird höchste Zeit, dass die Rainbow Flag auch vom Deutschen Bundestag weht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Karin Ley war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Markus Weinberg, der Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der CDU-CSU. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Sütterlin-Waag und ich haben gerade noch mal darüber gesprochen. Wir sind sehr froh, dass diese Debatte, und da dankt man den Rednern, den Vorrednern, die dafür gesorgt haben, finde ich, von der Debattenkultur einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Denn wir waren uns einig und sind uns einig, dass wir dieses hochemotionale, betreffende, die Menschen betreffende Thema auch als Deutscher Bundestag so debattieren müssen, dass wir darüber reden, wo wollen wir eigentlich hin, ohne Vorurteile zu bestätigen, ohne intolerant zu sein. Und ich fand, diese Debatte heute war sehr positiv zu bewerten, weil es betrifft die Menschen in ihrer Emotionalität, in ihrer Intimsphäre, in ihrer sexuellen Orientierung. Und da ist es wichtig, dass man den Menschen draußen, die durchaus auch wertegebunden dann ihre Position haben, die kann man ja nicht oder muss man ja nicht teilen. Aber ich finde, respektvoll damit umgehen muss man schon. Ich glaube, das war gut und richtig so. Denn auch schrill und laut, auch im Politischen, muss irgendwann ruhig und respektvoll werden. Ich glaube, das ist in dieser Debatte durchaus gelungen, denn Intoleranz kann man nicht mit Intoleranz besiegen und bekämpfen. Und das war eine große Sorge der letzten Tage und Wochen, dass wir hier eine verschärfte Debatte bekommen, wo man dann auch diejenigen, die immer für Intoleranz einstanden, wo die dann auf einmal merken, wie intolerant auch die gegenseitige, die andere Position sein kann.
Dabei zweitens sollte man, glaube ich, auch immer begrifflich klar sein. Ich finde es äußerst problematisch, wenn man sagt, Herr Hofreiter, es gibt Menschen, die halten den Fortschritt auf. Wir sind hier nicht irgendwo bei der Eisenbahn oder sonstigen Dingen, sondern es gibt Menschen, die betreiben wertegebundene Politik. Und ein bisschen mehr Respekt davor, dieses zu bewahren, sollte man schon haben. Das hat nichts mit modern und liberal zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass man sehen muss, dass wir darüber reden, dass wir gesellschaftliche Veränderungsprozesse aufnehmen müssen, politisch, nicht schrill und laut, sondern ruhig und respektvoll, dass man gesellschaftliche Veränderungsprozesse aufnehmen muss, aber auch immer sehen muss, auch mit Blick zum Beispiel Blick Richtung Grundgesetz, was zu tun ist. Das Grundgesetz übrigens ist ja deshalb 66 Jahre alt geworden und hat eine so hohe Akzeptanz, weil es Veränderungsprozesse aufnimmt, aber sehr wohl überlegt, inwieweit auch diese Änderungen im Grundgesetz sich widerspiegeln müssen, dass man die Folie einer werteorientierten Politik aufnimmt, die kulturhistorisch gewachsen ist mit den Veränderungen, die wir in Prozessen erleben. Und dann eine Bitte noch, weil ich höre, Argentinien, Uruguay, Mexiko und andere Staaten. Wir führen hier eine deutsche Debatte. Und wir sind anders historisch damit umgegangen, negativ, da komme ich gleich zu, anders damit umgegangen als andere Staaten. Ich finde die Vergleiche mit Uruguay und Argentinien äußerst problematisch. Und auch den Ansatz, Herr Beck, mit Irland. Was wäre denn gewesen, wenn man sich in Irland anders entschieden hätte? Welche Debatte hätten Sie dann hier geführt? Ich glaube, wir sollten uns auf die deutsche Debatte konzentrieren, denn die ist wichtig und richtig. Die vier wesentlichen Routen, die vier wesentlichen Punkte. Stand der Gleichstellung. Ich und viele und wir finden Menschen in einer Lebenspartnerschaft wie in einer Ehe. Haben sich entschieden, nicht nur freiwillig, sondern rechtlich verbindlich füreinander einzustehen. Das geht und betrifft. Es geht um Verantwortungsübernahme füreinander, in guten wie in schlechten Zeiten. Unser Wertesystem in Deutschland beruht genau auf diese Verantwortungsübernahme, auf Fürsorge, auf Beistand der Menschen füreinander. Hiervon profitiert die gesamte deutsche Gesellschaft insgesamt. Und es ist daher richtig, dass der Staat verbindliche Verantwortungsübernahme von Menschen fördert, und dies unabhängig von der sexuellen Orientierung. Und das war auch das Ansinnen der Union, immer viele in der Union, dafür zu kämpfen. Es darf keine Diskriminierungstatbestände mehr rechtlich geben. Eingetragene Lebenspartnerschaften werden mittlerweile in allen oder fast allen Bereichen, dort, wo es noch Lücken gibt, müssen die aufgearbeitet werden, die die Partner untereinander betreffen, materiell rechtlich gleichgestellt mit der Ehe. Im Erbrecht, Steuerrecht, Beamtenrecht. Dafür haben sich viele auch in der Union immer wieder eingesetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen will ich eins aufgreifen, was schon gesagt wurde. Das betrifft den Umgang auch mit der deutschen Geschichte. Auch Herr Brunner hat es noch mal formuliert, der Paragraph 175. Ich habe übrigens mal gedient bei der Bundeswehr in einem Bataillon mit der Nummer 177. Hätte eigentlich Nummer 175 haben müssen, aber man hat gesagt, nein, mit Blick auf 175, 176 ist es 177. Da nimmt man mal wahr, was das für ein diskriminierender Paragraph war. Und deswegen hat die Bundesrepublik Deutschland im Umgang mit Homosexuellen hier einen schwarzen Fleck. Und wir als Bundestag, als Abgeordnete müssen uns dafür einsetzen, dass Homosexuelle, die aufgrund des erst 1994 vollständig abgeschafften Paragraphen 175 verurteilt wurden, heute endlich rehabilitiert werden. Die bundesdeutsche Gesellschaft hat eine Verpflichtung zur Aufarbeitung und eine Verpflichtung, hier gleichermaßen die Rehabilitierung durchzusetzen. Zwischen Ehe und eingetragenen Lebenspartnerschaften gibt es allerdings rechtlich doch noch zwei Unterschiede, über die wir auch heute diskutiert haben. Das eine ist der explizite Schutz im Grundgesetz und das zweite ist das Recht, nicht leibliche Kinder zu adoptieren. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sieht die Ehe als eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Dies ist in Europa, in Deutschland seit Jahrhunderten eine geltende Selbstverständlichkeit und dies ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Nur aus einer Beziehung zwischen Mann und Frau können Kinder erwachsen. Und das muss man auch mal sagen dürfen, auch in dieser Debatte. Die Verbindung von Mann und Frau wird vom Grundgesetz geschützt, weil aus ihr Kinder entstehen können. Und die Kinder profitieren von der Verbindlichkeit der Beziehung ihrer Eltern. Und das ist grundsätzlich im Interesse von Kindern in einer stabilen Partnerschaft ihrer leiblichen Eltern, beiderlei Geschlechts aufzuwachsen. Und deswegen würde ich was sagen zum Thema Adoption. Frau Sittlerin-Waag hat das schon formuliert. Hier gilt, dass der Staat sagen kann, bei der Adoption von Kindern, von Bewerbern, die nicht leiblich die Eltern sind, ob er möglicherweise gewisse Vorgaben macht. Da sagt man, und das ist ein Beispiel, dass der finanzielle Status ein Aufwachsen sichern muss. Und deshalb kommen einige Bewerber nicht in die Situation, eine Adoption durchzuführen.
Es gibt einen anderen Grund, das ist das Alter. Ich mit 48 bin sozusagen gehöre nicht mehr zu denjenigen, die adoptieren dürfen. Ich finde auch die Rollenkonstellation männlich und weiblich kann ein Grund sein. Die Fragestellung ist, ob man von vornherein die Bewerberlage oder die Bewerbung ausschließt. Das ist ein Punkt, über den man diskutieren muss, sicherlich. Aber ich finde schon gerechtfertigt, Herr Beck, dass man sagt, wir tun viel dafür, wir haben mehr Männer in Kitas. Wir kämpfen beim Umgangsrecht damit, dass wir auch die geschlechtliche Rolle darstellen. Ich glaube, wir sollten auch beim Adoptionsrecht darauf achten, dass man sagen kann, es ist gut und richtig für Kinder, wenn sie eine weibliche und eine männliche Rolle, keine Zwischenfrage mehr, eine weibliche und männliche Rolle als Identifikation kennen. In der Union gibt es eine breite Diskussion. Ich sage es noch einmal, ich habe es bei der letzten Debatte gesagt. Ich bin auch ein wenig stolz darauf, weil wir sagen und weil wir uns Mühe geben in der Debatte, und ich greife das auch, was Johannes Fechner gesagt hat, das machen wir durchaus in den nächsten Wochen, Monaten, da werden wir diskutieren darüber, was hier zu tun ist. Aber ich glaube, es ist auch gut für eine Volkspartei wie die CDU und CSU, dass wir diese Debatte dann offen und frei und breit diskutieren. Das mag man in anderen Fraktionen vielleicht nicht so verstehen. Bei uns ist das so und da sind wir auch stolz drauf, denn wir wollen dann gesellschaftliche Veränderungen übernehmen, wenn wir auch sicher sind, dass wir nach einer breiten Diskussion wissen, wo wir stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus Weinberg war das mit seiner Rede in dieser Debatte über gleichgeschlechtliche Ehen. Jetzt als letzter jetzt eine Kurzintervention von Volker Beck, Bündnis 90. Das, was Sie zur Adoption geschildert haben, ist gar nicht mehr die zu klärende Frage. Homosexuelle Menschen waren individuell noch nie von der Einzeladoption ausgeschlossen. Sie sind es auch jetzt nicht mehr von der Stiefkind- und Sukzessivadoption. Über die Sukzessivadoption kann auch bei einem adoptierten Kind die gemeinschaftliche Elternschaft über zwei Verwaltungsschritten mit zwei Gutachten, mit zweimal Gebühren hergestellt werden. Deshalb ist nicht die Frage, ob wir sagen, sollen Kinder jetzt eher zu heterosexuellen Paaren, zu homosexuellen Paaren oder zu Einzelpersonen? Die Adoption, mit der Adoption betrauten Behörden sind ohnehin verpflichtet, bei jedem Kind immer individuell zu schauen, welche Konstellation, welche Bewerberpaare sind die beste Umgebung für dieses konkrete Kind. Und da darf nichts anderes als das Kindeswohl ausschlaggebend sein. Die Frage, die rechtlich noch zu entscheiden ist, die gemeinschaftliche Adoption, übrigens nicht Volladoption, das ist so eine Totaladoption, ja, das ist so ein Wortmonstrum, mit dem man die Frage versucht zu denunzieren. Da geht es nur darum, ob man in einem Verwaltungsakt gemeinschaftlich Eltern wird bei einem Kind, das ohnehin in diese Lebenspartnerschaft hinein adoptiert wird. Und da gibt es keinen guten Grund. Das ist sogar gegen das Kindeswohl gerichtet, wenn man das nicht erlaubt. Weil es für ein Kind, einfach für die soziale Absicherung, besser ist, zwei Elternteile sind von Anfang an sorgeberechtigt und sorgeverpflichtet und zwei Elternteile sind unterhaltsverpflichtet gegenüber dem Kind. Deshalb, es schadet dem Kindeswohl, was wir als jetzige Rechtssituation haben. Und es geht nicht um die Frage, die Sie hier versuchen, so in den Raum zu stellen, Vorsicht, die Homosexuellen schnappen den Heteros jetzt alle Adoptivkinder weg. Wenn das so wäre, wäre es jetzt schon so, ist nicht so. Und es darf nur die Kindeswohlentscheidung bei der konkreten Adoptionsentscheidung des Jugendamtes ausschlaggebend sein. Aber die rechtliche Frage ist nur, geht es von Anfang an, dass man gemeinsam Eltern ist oder geht es nur nach einem oder anderthalb Jahren in zwei Verwaltungsakten? Und dafür gibt es einfach keinen guten Grund. Deshalb reden Sie auch immer über etwas ganz anderes, wenn Sie über das Adoptionsrecht reden, als über die Frage, die noch rechtlich offen ist und zu entscheiden ist. Daran sehen Sie schon, Sie haben kein Argument dagegen. Also geben Sie sich einen Ruck. Vielen Dank. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt der Kollege Johannes Chaos, SPD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, keine Antwort aus der CDU auf diese Kurzintervention von Volker Beck. Deshalb jetzt Johannes Chaos als letzter Redner in dieser Debatte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eben von dem Kollegen Weinberg, den ich sehr schätze, weil er ein Hamburger Kollege ist, gehört, dass die Union eine wertegebundene Politik betreibt. Ich finde, wertegebundene Politik ist richtig. Wir Sozialdemokraten machen das, die Grünen machen das. Wir haben alle Werte, für die wir stehen. Die Frage ist, für welche Werte steht hier die Union?
Seitdem ich im Deutschen Bundestag bin, seit 1998, kämpft die CDU-CSU immer gegen die Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Jeden Fortschritt, den es gegeben hat, hat es gegeben, weil Rot-Grün sich durchgesetzt haben. Jeden Fortschritt, den es gegeben hat, hat es gegeben, weil das Bundesverfassungsgericht was dazu gesagt hat. Aber es hat nie irgendeine Form von Fortschritt gegeben, weil die CDU/CSU etwas wollte oder gemacht hat. Sie sind immer genötigt worden oder sie mussten. Aber freiwillig haben sie nichts getan. Das ist in meinen Augen Diskriminierung. Und wenn Sie sich das angucken, was Sie hier betreiben, dann ist es so, dass Sie hier sagen, Sie wollen keine Öffnung der Ehe, Sie behandeln hier Menschen nicht gleich, das ist Diskriminierung. Und wenn das die wertegebundene Politik ist, von der Sie hier reden, Kollege Weinberg, dann finde ich, dass das kein Wert ist, für den man hier kämpfen sollte. Dann glaube ich nicht, dass es ein Wert ist, der es wert wäre, im Deutschen Bundestag propagiert zu werden, sondern dann sollten Sie sich zusehen, vielleicht auf dem Parteitag in Karlsruhe mal die Kurve kriegen, damit sie wieder zu Werten kommen, die in dieser Republik auch anerkannt werden, die wir hier auch alle vertreten. Ich glaube, dass wir hier natürlich diese Debatte jede Woche führen können. Seit 1998 haben wir das Gott sei Dank nicht gemacht, da haben wir das alle zwei, drei Monate gemacht. Trotzdem hat es in der Sache bei der Union relativ wenig bewirkt. Die Kollegin Sütterlin-Wagt, die ich sehr schätze, hat darum gebeten, dass man der CDU/CSU noch mehr Zeit gibt, damit sie das als Volkspartei noch mal diskutieren kann, damit man die Gesellschaft mitnehmen kann. Seit 1998 diskutieren wir diese Frage. Die Gesellschaft hat inzwischen die Union in jeder Kurve überholt. Die Gesellschaft ist weiter als die Union. Mit wem wollen Sie dann diskutieren, außer mit sich selber? Dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn die Union auch mal den Ratschlag annimmt, den zum Beispiel der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands gegeben hat. Öffnen Sie die Ehe. Begründet hat er das damit, dass die Öffnung der Ehe der traditionellen Form der Ehe nichts nimmt, sondern die Bedeutung sogar noch unterstreicht. Also hören Sie auf die Evangelische Kirche. Als Protestant, finde ich, ist das immer eine gute Sache. Wenn man sich das zum Beispiel aber anguckt, weil wir eben ja auch gerade über Adoption geredet haben, 22% der Kinder leben inzwischen außerhalb klassischer Ehen in Baden-Württemberg. In Hamburg sind das inzwischen 37%. In Berlin sind es 49%. Die Lebensrealität stellt sich anders dar. Gerade in den Großstädten dominieren alleinerziehende und alternative Familienkonzepte. Das muss man nicht immer gut finden. Aber für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, meinem sehr geschätzten Koalitionspartner, hat das dazu geführt, dass Sie in keiner einzigen deutschen Großstadt mehr regieren. Seitdem Frau Merkel im Amt ist, hat die Union in keiner einzigen deutschen Großstadt eine Wahl gewonnen. Vielleicht sollten Sie sich das mal überlegen und Ihrer Parteivorsitzenden mal einen klugen Tipp geben. In der Sache ist es nämlich so, wenn man der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherläuft, und ich kann ja nicht wollen, dass es bei meinem Koalitionspartner dauerhaft so ist, da wollen wir Ihnen ja auch jetzt mal bei helfen, dann ist es so, dann sollten Sie Ihre Debatte vielleicht auch mal nach 20, 25 Jahren abschließen, sollten gucken, wo die Mehrheit der Bevölkerung ist, wo die Mehrheit der Länder in Europa ist, und sollten sich einen Ruck geben, weil es geht im wahren Leben doch darum, dass Sie sich selber überwinden, nicht, dass die Familie sich überwindet, und dann kommt man auch vorwärts. Das allerdings kriegen wir hier nur gemeinsam hin, und da wir mit Ihnen in einer Koalition sind und machen viele gute Dinge mit Ihnen. Nicht? Wir haben den Mindestlohn beschlossen, wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft beschlossen, die Gleichstellung der, ja, wunderbare Geschichte, Gleichstellung der Frauen haben wir weiter vorangetrieben, das alles mit der Union. Deswegen finde ich, können Sie auch hier in diesem Punkt einmal vorangehen. Ich glaube, dass Frau Merkel keine Angst haben muss, dass sie rechte oder ganz rechte Wähler verliert. Ich glaube, die hat sie eh schon verloren. Das haben sie geschafft, als sie die Wehrpflicht abgeschafft haben und andere Dinge. Hier geht es in der Sache einzig und allein darum, dass man gucken muss, dass man als Union die Entwicklung der Zeit nicht komplett verpennt. Und eine letzte Bemerkung zu Frau Leif von der Linken sei mir gestattet. Sie haben ja gesagt, wir sollten jetzt hier den Koalitionsbruch begehen und sollten hier abstimmen mit den Linken und den Grünen gemeinsam. Ehrlich gesagt, wären Sie überhaupt nur in irgendeiner Form koalitionsfähig?
könnte man ja darüber nachdenken. Bei den Kollegen aus den neuen Ländern, ehrlich gesagt, die sind ja relativ pragmatisch. Da regieren wir ja auch in vielen Ländern zusammen. Das funktioniert ja auch ganz gut. Bei den Kollegen allerdings aus den westlichen Bundesländern muss man sagen, mit so einem Haufen von politischen Irrläufern kann und wird die SPD, werden auch die Grünen nicht koalieren. Das wird nicht stattfinden und deswegen war dieser Vorschlag vergiftet und dümmlich. Vielen Dank. Soweit Johannes Kahrs am Ende mit einer Spitze gegen die Linken. Und da hat er den Frieden, der hier auf der linken Seite des Hauses herrschte, jetzt schnell federstrichartig zunichte gemacht. Das war die Debatte über die Möglichkeit, in Deutschland gleichgeschlechtliche Ehen zu schließen, ja oder nein. Wenn Sie sie verfolgt haben, meine Damen und Herren, dann haben Sie auch gehört, dass es letztlich an der Union hängt. Wir werden sehen, nachdem es auch das Votum des Bundesrates vom Freitag letzter Woche gab, wie die Ausschussberatungen laufen werden. Ganz sicher ist, dass dieses Thema, dieser Entwurf uns hier wieder beschäftigen wird.